Bierdog, ich hab auf Bierbock, deshalb wächst die Maßau direkt in Bierbock. 4 noch, wir sind alle recht durchstrick. So, nächste Runde. Hier im Tasting Gedöns Geschichte. Nach der Berliner Weiße bleiben wir jetzt in Berlin. Und wir wandern von Schneeeule zu Brillo. Brillo, keine Ahnung, was er spricht. Ich bin im Slawischen nicht so bewandert. Das ist halt auf jeden Fall Slawisch für Berlin. Klar. Ja, die Dose ist recht easy gehalten, dass da Brillo quer draufstehen, das Logo, und hier bei Berlin. Haben die, glaube ich, Standard bei denen, so dieses easy Design, aber auch irgendwo cool. Und zwar geht es hier drum, heißt das ganze Bier Cucumber Quench. Ja, mal wieder ein Gurkenbier. Hatte ja schon mal das in der Verkostung hier, das Killer Cucumber Ale von Steamworks. Was ja, glaub, also ich mag's ja irgendwo, find's nicht schlecht. Gerade nicht so schlecht bei mir abgeschnitten. Gibt's ja auch noch die Gurkengose von David Hertel, also von Braumanufaktur Hertel. Die habe ich jetzt bisher noch nicht in einem Video verkostet, aber schon mal probiert. Soweit ich mich erinnern kann, war das nicht so meins. Vielleicht, wenn ich mal ein Tasting mache, wird sich meine Meinung anders sein. Hier haben wir jetzt ein bisschen ungewöhnlich, weil das sind ja beides dann obergärige. Oder warte mal, bei einer Gose weiß ich gerade gar nicht, ob Gose obergärig oder untergärig ist. Na, auf jeden Fall, zu einem Ale und einer Gose gesellt sich jetzt hier bei Brillo ein Lager. Ein Lagerbier ist das mit Gurke verbraut. Bin ich mal gespannt, wie es wie die Gurke in einem untergärigen Bier so eingebaut ist. Wir werden sehen. Wir gießen es mal ein. So, hier man sieht, wie bei einem Lagerbier üblich, filtriert. Ja, schauen wir mal, was in der Nase so kommt. Oh ja, da hast du so richtig schön Getreidenoten. Die von einer gemüsigen Frische flankiert wird. Auf jeden Fall ist die Gurke wahrnehmbar im Geruch. Ist auf jeden Fall ein wohlig angenehmer Geruch, was sich hier breit macht. Da kann man nichts sagen. Das ist auf jeden Fall nicht unangenehm. So, wir probieren. Ja. Oh. Geht sich gut zusammen, muss ich sagen. Jetzt, ich trinke hier einen Schluck und hab richtig fast eigentlich schon das Beste, was ich jetzt so mit Gurke verbraut geprobiert habe. Hier ist mit, ist aber auch irgendwie zu so einem leichten Lager kommt diese Gurke doch nochmal geiler, erfrischender als zu so einem wuchtigen Ale. Was ja doch schon, die obergärigen Biere sind ja doch schon eher gehaltvoller im eigenen Geschmack so. Lager ist leicht sanft. Und dann die Gurke dabei. Also hier richtig schön eingebaut. Ich finde es besser als das Killer Cucumber Ale, welches ich ja schon als angenehm fand. Die Gurkengose, wie gesagt, kann jetzt mich nicht 100%, bin mir nicht 100% sicher, ob ich die schon getrunken habe. Ich meine aber ja, und die war, fand ich dann schon sehr heftig. Ich meine doch, in einem schriftlichen Review habe ich mal gemacht, so auf Facebook damals. Nee, das ist gut. Gefällt mir. Also bisher von den ganzen Gurkenbieren, die ich bisher getrunken habe, ist das das Beste. Gefällt mir wirklich sehr gut. Also Props nach Berlin an Brillo.